Ja, hallo, hier ist wieder Thomas von TomTom Games und ihr seid mit dabei in der vierten Folge zu unserem Let's Play von Street Rod 1. Ja, wir hatten in der letzten Folge doch mal ziemlich viel Erfolg, haben ja mehrere Fahrzeuge gewonnen, die jetzt zum Teil als Notersatz behalten, zum Teil verkauft. Und von dem Gewinn aus dem Verkauf haben wir ja am Ende der letzten Folge dann diese 61er Corvette gekauft. Haben dabei leider auch festgestellt, dass das Schaltgetriebe offensichtlich eine ganze Menge ausmacht. Das heißt, vielleicht müssen wir doch heute auch mal versuchen, ein Schaltgetriebe noch zu testen. Ich bin mir halt nicht so richtig sicher, wie das hier schaltet. Aber man kann natürlich auch mal üben gegen andere, wenn man nicht um Geld fährt. Wir haben jetzt ja genug auf dem Konto, um das auszuprobieren. Können wir also machen. Wir können also, und das Schaltgetriebe haben wir ja auch nicht verkauft, das liegt noch auf dem Lager rum. Können wir uns also einfach mal, können wir mal ausprobieren. Und da gibt es auch noch was anderes als hier. Das ist die normale 4-Speed Transmission von General Motors, von GM. Und es gibt ja auch noch mal eine Racing Transmission, die könnten wir also auch noch einbauen. Es gibt also noch Luft nach oben. So, ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, hit the street. Ah, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Sprit wir in dem Karren haben. Aber ich denke mal, ein Rennen können wir auf jeden Fall machen. Und dann können wir danach mal übers Tanken nachdenken. So, der hat ja auch den großen 8-Zylinder. Da habe ich immer noch ein bisschen Respekt vor, ehrlich gesagt. Wenn der dann vielleicht sogar noch handgeschaltet ist. Gucken wir erstmal, ob wir nochmal jemanden finden, der gegen uns fährt mit einem kleineren Motor. Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt gar keinen mehr. Mal sehen. Der hat auch den großen 8-Zylinder drin. Der auch. Eieiei. Aber die haben jetzt alle noch nicht die Rennvariante hier beim auf der Lufteinlassseite, sage ich jetzt mal. Trotzdem würde ich lieber gegen jemanden fahren, der nicht so einen schicken Wagen hat. Oh, da ist der King. Lässt der mich runtergucken? Nee. Ja, der fährt eine Stingray, ne? Oder was soll das sein? Ist das eine Corvette Stingray oder ist das ein oder war das ein Mustang Shelby 500? Ach, man weiß es nicht. Tja, jetzt kommen da irgendwie nur noch die... Tja, da können wir nur ausprobieren. Fahren wir doch mal gegen den. Ein Drag Race vielleicht um $50. Wir haben das Geld, ja, ist ja jetzt auch nicht schlimm. Okay. So, jetzt sind wir erstmal wie immer schlechter weggekommen, aber... Jetzt Vollgas, ja, also das schaffen wir erstmal schon mal. Eieiei, Mann. Da hat man richtig das Gefühl, da zieht der Wagen aber ab hier. Unsere nagelneue Corvette. Ja. So, schick. Zack. Und wie schnell waren wir? 23,1 Sekunde. Und $50 gewonnen, immerhin. Zack, haben wir das auch geschafft. So. Wer war das denn jetzt gerade noch? Der hat doch auch nur den da. Gegen den können wir mal um sein Auto fahren, weil den finde ich ja schick. Den können wir ja gut gebrauchen. Oh, zack. Ne, will er nicht. Um $100 will er auch nicht. Ah. Also die sind aber auch so unflexibel immer. Den hat man doch gerade, oder? Versuch mal, ums Auto zu fahren. Wenn wir jetzt natürlich verlieren, dann sind wir richtig am Ende. So. Aber gegen den können wir es uns sicher nicht leisten, so sehr auf der Bremse zu stehen in den Kurven. Denn ich glaube, dass der dafür schon zu stark ist. Aber naja, wir haben ja die guten Slicks drauf, die Racing Tires. Und das sollte also eigentlich einigermaßen passen. So, erste Kurve. Jetzt gleich die. Mittig halten, mittig halten. Joa.
So, oh, da ist er schon im Rückspiel. Eieieiei, sitzt da uns hinten im Nacken. Kommt er auch wirklich ran. Sobald gebremst wird, kommt er ran. Oh, und hier muss ich bremsen. Eieiei, da wäre fast vorbei gewesen. Schlagartig ist er dann hinter uns. Ja, spür mal den Atem im Nacken schon. So, auf der Geraden hat er keine Chance. Offensichtlich klebt er aber auf der Straße wie sonst was. Ja. So, gleich haben wir es geschafft. So. Das war knapp. Uiuiuiuiuiui. Oh, das war ein knappes Rennen. War das ein knappes Rennen? Aber wir haben mal wieder ein Auto gewonnen. So. Das ist jetzt komisch. Also wir fahren in einem roten Wagen nach Hause. Der war doch gar nicht rot, oder? Der war doch silbern. Wo ist denn das Auto jetzt? Ich dachte, man fährt dann immer in dem nach Hause. Da haben wir wieder einen. Hier. So, da haben wir wieder einen Wagen. Wie schnell ist der denn? 116 auch. Ist der richtig eingestellt? Tatsächlich. Der ist 116 schnell? Wie schnell war jetzt unsere Corvette? Die war doch auch nur 116 schnell, oder habe ich das falsch im Kopf? Jetzt ist es sogar nur 114 schnell. Und das, obwohl wir doch da schon getuned haben. 115 fährt er jetzt sogar nur noch. Hat der andere eine Handschaltung? Also, wäre natürlich schön, wenn das schon, Spiel schon so einen Vergleich hätte, aber gut. Haben wir nicht. Was ist denn da drin? Ah ja, da ist Stickshift drin. Okay. Dann ist er natürlich tatsächlich nicht so super schnell. Jetzt könnten wir den natürlich mal... Das könnte ja unser Versuchsauto sein, um mal mit der Handschaltung ein bisschen zu üben. Erstmal müssen wir den ein bisschen tunen, das sieht ja furchtbar aus. Also Chop the Roof und die Farbe, die geht auch überhaupt nicht. Dann machen wir, glaube ich, wieder mal blau. Und da, das ist auch was, da können wir nochmal ein schöner, zack, schöner Aufkleber auf die Tür. So, und jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen was für die... was ist denn das? Na, gucken hier. Wie kriege ich denn jetzt raus, was ich dafür brauche für Teile? Zu welchem Konzern gehört das? Machen wir einfach mal das Getriebe ab und gucken. Ah, Chrysler... Dreigangschaltung. Okay, Chrysler. Hatten wir vorher nämlich noch nichts von. Also hier müssen wir Chrysler-Teile haben. Den Motor machen wir natürlich auch direkt. Und dann gucken wir mal, was hinterher dabei rauskommt. Chrysler-Teile. So. Racing 4-Speed Chrysler. Mhm. Ist natürlich schon ordentlich teuer. Allein das Getriebe 400 Tacken hier. So, jetzt zwei von den Carburetern und dann ein Manifold brauchen wir noch. Hier so für einen Chrysler. Ne, Chrysler Racing Manifold wollte ich haben. So. Dann nehmen wir mal den hier. Ist das der Racing gewesen? Habe ich mich da jetzt verklickt? Und wieder ab damit. Gucken. Chrysler Racing. Okay. So, dann die Vergaser noch drauf gleich. Ja, natürlich auch Racing. Alles Racing. Hauptsache, es hat viele Schrauben und dauert lange reingeschraubt zu werden hier. So, und da auch nochmal. So. Okay. Zack, jetzt natürlich gucken, dass so richtig eingestellt ist, der Motor. Und dann müssen wir hier noch die richtige Transmission dran, und zwar Racing 4-Speed. So, ein ganz schöner Oschi. Super. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was sagt jetzt 128 Meilen. Okay, ich glaube, wir fahren erstmal tanken. 4 Gallonen. Da haben wir den Motor ja gerade angelassen hier. Da sind die ersten 4 Gallonen schon durch wahrscheinlich.
So, also der Typ hier, der schläft immer nur. Da müssen wir immer alles selbst machen. Mal erstmal schön die Scheibe sauber. So. Zack, und jetzt tanken. Ah. Scheint relativ günstig zu sein. 2 Dollar oder so haben wir jetzt bezahlt. Ab dafür. Cruising in Town. Ab zur Garage zurück und dann fahren wir direkt von da wieder los. Ach ne, Reifen müssen wir noch machen. Wir brauchen natürlich noch Reifen, das stimmt. Einmal Reifen. Einmal Reifen wechseln. Ja. Und zwar auf Racing Slicks. Dann sieht er auch. Also ich muss sagen, die Weißwandreifen, die sind natürlich schon immer ziemlich schick. Das hatte ich auch in der ersten Folge schon gesagt. Aber andererseits sind hier diese Speichenfelgen, die sind natürlich auch ganz, ganz nett. Eine Mischung wäre nicht schlecht, aber das lässt sich wohl nicht machen. So. Zack, drauf damit. Ah, das ist auch schon ein ziemlich cooler Hot Rod, das muss ich sagen. Ja. Ein richtiger Straßenkreuzer. Für ein Drag Race. Jetzt müssen wir mal gucken, wie geht ein Drag Race hier. Am besten erstmal nicht um Geld oder um wenig Geld. Und dann schauen wir mal, wie sich das so mit der Handschaltung angeht. So, ja, den Charlie, den nehmen wir auch direkt mal. Drag Race um 10 Dollar. Macht er. Super. Okay, einfach nur Leertaste. Das funktioniert. Ich habe keinen Gang mehr, bin schon im roten Bereich. Ich hoffe, das überlebt mein Motor. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn nicht. 20 Sekunden ist natürlich auch echt eine Ansage. Geschwindigkeitstechnisch. Okay. Ja, jetzt müssten wir eigentlich mal versuchen, ob jemand gegen uns mit vielleicht ein richtiges Rennen fährt. Und gucken, wie gut wir dabei wegkommen. Aber jetzt haben wir echt viel Geld reingesteckt. Würde ich mich ärgern, wenn wir jetzt, wenn wir da irgendwie das verlieren würden. Oh. So, da hat er nicht geschaltet und schwupp, habe ich den Motor offensichtlich hochgehen lassen. Ah, ne. Okay. Komisch. Also zeigt jetzt nicht an, dass irgendwas kaputt wäre. 9% sind die Reifen zwar, aber Motor ist new. Oder hat er was abgezogen? Nö. Hab ich jetzt nicht aufgepasst? Also. Your car's not running. Was ist denn los da jetzt? Ach, 0 Meilen, sagt er ja auch. Was ist denn jetzt kaputt? Ist jetzt der Motor kaputt? Oder das Getriebe kaputt? Ach, Getriebe ist kaputt gegangen dann. Ja. Ja, das können wir ja nicht anbauen. Das ist natürlich teuer. Das Getriebe hatte ja alleine schon 400 gekostet. Eieiei. Also, das wird aber schnell teuer, wenn man hier nie aufpasst. Und dann mal irgendwie sich nicht und sich mal verschaltet. Was gibt es denn noch für Automatic Transmissions? Keine anderen sonst. Das ist natürlich ärgerlich. Sonst bauen wir mal die Dreigang nochmal ein und gucken mal, wie es damit so läuft. Das ist wahrscheinlich trotzdem noch schneller als mit der Automatikschaltung. Mal wieder richtig einstellen wahrscheinlich. Ja. So, jetzt eben hatten wir 126 oder was? So, immer noch 124 Meilen. Das ist schon also eine echte Ansage. Ja, versuchen wir das nochmal. Das ist ja lustig hier, die Schaltung. Unten die Schaltkulisse. Das ist bei der Dreigangschaltung natürlich ganz süß. So, erster Gang, zweiter Gang. So, gucken wir mal. Brauchen wir einen neuen Gegner und versuchen nochmal so ein Rennen zu machen. Kommt denn auch noch einer? Hier, der ist am Qualm. Tom. Nee. Tom, tschüss, Tom. War schön mit dir. Auch lustig hier, ne? Die Autos sind, seht das hier. Ach, da ist der King wieder.
George, wie sieht's bei dir aus? Ah, George ist doch. Der scheint mir ein vernünftiger Kerl zu sein. Gegen den können wir doch mal fahren. Um $25. Das macht er auch netterweise. Ah, jetzt dritter Gang. Also da war irgendwie hin und her geschaltet. Komisch. Okay. So, jetzt sind wir aber auch wirklich auf Vollgas. Jetzt ist eben die Frage, müssen wir runterschalten? Ah, das ist ja wirklich blöd. Ja, jetzt haben wir den Motor auch tatsächlich platt. Okay. Also, wir halten fest, das ist ein ganz schön schwieriges Unterfangen mit dem Schalten. Denn offensichtlich gibt es eben dann keinen Begrenzer. Und während die Automatik nicht in den Begrenzer läuft, läuft das handgeschaltete Getriebe auch im höchsten Gang noch in den Begrenzer rein. Und dann geht der Motor hoch. Das heißt, man muss eigentlich ständig auch noch dabei sein und darf kein Vollgas geben. Das halte ich jetzt, also das ist irgendwie, das erschließt sich mir nicht so richtig. Ja, das finde ich jetzt irgendwie blöd. Das nervt mich auch ein bisschen. Dann gucken wir erstmal nochmal, dass wir nochmal ein bisschen Knete verdienen hier mit dem Wagen, den wir haben. Den müssen wir erstmal tanken. Wir haben nur noch eine Gallone Sprit, sonst bleiben wir gleich liegen. Und dann fahren wir lieber nochmal mit irgendwem um sein Auto oder so. Aber wahrscheinlich werden uns eben auch die leichten Gegner jetzt langsam abhanden kommen. Wir haben denen ja allen ihre Autos schon weggefahren. So, einmal Scheibe sauber machen und einmal tanken. Zack, rein mit dem Rüssel. So, $1, $2, $3, $4, $4. Mann, Mann, Mann. Gleich ist Konto leer. So. Und da sind wir wieder unterwegs. Ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das hier so, wie das so läuft hier. So, jetzt sind wir bei Bob's Drive-In wieder und gucken mal, wer mit uns, ja, der soll doch ruhig mal gegen uns fahren und zwar, ne, will er nicht. Um 100 will er auch nicht. Der will überhaupt nichts. Nihilisten. Der könnte mal mit uns fahren. Ah, der fährt auch um sein Auto mit uns. Okay. Uiuiui. Haben wir gleich nochmal, vielleicht haben wir gleich nochmal ein Auto. So, und hier, also er hat ja gar kein Drehzahlmesser, deshalb sehen wir das ja nicht, aber wir fahren ja Top Speed und da passiert nichts. Und das finde ich jetzt wirklich albern, ne? Also ich verstehe ja, dass man einen Schwierigkeitsgrad durch das Selberschalten haben will und dass man auch in den unteren Gängen überdrehen kann. Das finde ich sinnvoll, das ist in Ordnung aus meiner Sicht. Aber jetzt hier dieser Blödsinn, dass man dann im höchsten Gang die Kiste kaputt fährt. Ach, jetzt hängt er uns ab. Jetzt gleich haben wir unsere Corvette, verlieren wir jetzt. Wir verlieren die Corvette. Oh Mann, wir müssen mehr Gas geben. Ich will nicht verlieren. Oh, das war knapp. Ui, das war knapp. Aber den holen wir nicht ein. Ja, der wird auch handgeschaltet sein, der Wagen. Der hat dann einfach mehr Top Speed und den kriegen wir nicht mehr. Den werden wir nicht mehr kriegen. Ärgerlich. Oh, da ist die Ziellinie jetzt. Nein, och, da gehen wir zu Fuß nach Hause. Take a walk, Sucker. Ja. Dabei haben wir eine gute Zeit hingelegt. 102 Meilen. Tja. Wie sagt man so schön, ne? Wie gewonnen, so zerronnen. Immerhin haben wir noch Autos. Aber natürlich jetzt keinen Wagen mehr, der so schnell ist wie der, den wir jetzt gerade hatten. Ja, da müssen wir also nochmal ran. Aber im Prinzip sind wir auch gerade mal wieder so am Ende unserer üblichen Zeit. Tja, also ich bin so ein bisschen ratlos. Das hat mich so ein bisschen genervt. Jetzt müsste man im Prinzip hier mal so einen günstigen Wagen umrüsten auf eine Handschaltung, mit dem ein bisschen üben, wie das funktioniert, vor allen Dingen auf der Rennstrecke, dass man nicht überdreht.
dass man, wo man sich da aufbehalten darf, wirklich im Drehzahlbereich. Und ja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, nochmal ein bisschen Übungssache, damit man nicht hinterher wieder so eine teure Geschichte hat. Da haben wir ja jetzt wirklich eine ganze Menge Geld verbrannt in dieser Folge. Erstmal bei dem einen Wagen erst das Getriebe, ein Racing-Getriebe zerlegt, dann den Motor zerlegt und jetzt sogar noch den Wagen verloren. Die Corvette, die hatten wir ja auch schon aufgerüstet. Da war ja auch schon Geld reingeflossen, richtig. Ei, das tut schon alles ziemlich weh. Also, das hat uns zurückgeworfen heute. Also eine Folge, die wir besser sein gelassen hätten. Naja, gut. Aber ich bedanke mich trotzdem, dass er dabei war, auch bei diesem unerfreulichen Erlebnis sozusagen. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge nochmal mit dabei. Wenn euch der Kanal gefällt, abonniert ihn doch bitte. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao.